So, hat sich jetzt hier schon irgendwas... Ihr sollt euch nicht weiß vermehren. Ich möchte lilane Blumen, bitte. Bitte, lilane. Bitte. Oh, wie sich immer freut, wenn sie gießt. Das ist voll süß. Also mit Mücken kann ich auch zum Beispiel gar nicht einschlafen. Hallo, Fritzi. Na? Hallo, Hanni. Ich hoffe doch, dass es dir gut geht, Knabber. Was wolltest du noch mal? Ja, einfach nur mal ein bisschen quatschen. Unsere Stadt sieht in letzter Zeit viel sauberer aus. Kein Müll, kein Unkraut und frische Luft, hurra. Das liegt bestimmt an deiner neuen Verordnung, Knabber. Da spricht er was Wichtiges an. Ins Rathaus wollte ich nämlich auch noch. So. Bist du mein? Bist du mein Geldstein? Bist du nicht. Schade. Ja. Schlimm, schlimm, schlimm. Mücken, mein Erzfeind. Absolut nachzuvollziehen. Absolut nachzuvollziehen. Also ich meine, nicht alle Mücken stechen. Nur die Weibchen stechen, nicht die Männchen. Dementsprechend müsste man nicht jede Mücke irgendwie hinausbitten. Aber ist halt schon schwierig bei dem Lärm, den die veranstalten. Hier ist ja direkt noch ein... Moment. Wow, zwei Fossilien auf einem Haufen. Das war doch Franga. Nee, Franga hat so schön gewohnt. Ich wollte eigentlich gerne mal wissen, wie Rubina wohnt. Oh, wir können Rubina besuchen. Ja. Sie ist halt ein echtes Mondhäschen, Leute. Sie ist halt ein echtes Mondhäschen. Hey, Honey, du kommst mich in meinem neuen Haus besuchen, Puff Puff. Also, was gibt's? Unterhalten wir uns. Ich hab so Hunger. Ich brauche jetzt unbedingt eine Frucht. Egal welche. Bringst du mir eine, Honey? Klar, kein Problem. Wachsen draußen am Baum. Boah, du bist super, Honey. Danke für deine Hilfe. Das ist halt wirklich ein Mondhase. Legit, Leute. Legit. Dann steht schon wieder Dörte. Sie holt einen Kescher raus. Nix wie weg hier. Nachher haut sie uns damit oder sowas. So. Pompon. Oh, das ist eine Metalltür. Oh, das klingt schon so, als würde es echt wehtun, wenn man mit den Fingern dagegen knockt. Hallo, Bina. Honey, du findest mein Haus wohl richtig spitze weiß, Puff Puff. Also, was liegt an, Puff Puff? Frucht gefällig. Du hast endlich meine Frucht gefunden, Puff Puff. Wie cool. Du, das mit dem Puff Puff, können wir da nochmal drüber reden? Musst du das immer sagen? Das ist belastend. Hier, bitteschön. Oh, wow. Die riecht so lecker. Oh, das ist ja meine richtig super leckere 1A-Kirsche. Weil du mir so einen mega Gefallen getan hast, muss ich mich auf jeden Fall anständig bei dir bedanken. Da, bitte schön, nimm diese Herzchenküche. Wir kriegen eine Herzchenküche. Wow, Honey, das war sowas von köstlich. Puff, puff, ja? Oh mein Gott, aber so süß. Sie ist halt ein Albino-Häschen, deswegen hat sie rote Augen. Albino-Hasen haben nämlich tatsächlich rote Augen. Sind halt auch sehr lichtempfindlich. Na, ist eigentlich schade, dass man die züchtet, weil denen geht's auch nicht so gut. Die haben auch oft Probleme mit dem Gehör und allem. So, wir schauen auch mal auf dem Festplatz vorbei. Ob da heute vielleicht mal jemand zu Besuch ist. Oha! Ha! Ich wusste es! Da falle ich nicht drauf rein. Ich habe die Falle entlarvt. Oh, das ist die Grimm. Hallo, Grimm. Mann, oh Mann, Honey. Ich sehe fit aus heute. Was ist? Unterhalten wir uns. Frank hat mir heute was vorbeigebracht bekommen. Aber ich habe gerade so viel zu tun. Wie sieht's denn bei dir aus? Du hast doch bestimmt Zeit für einen kleinen Botengang. Ach ja, ich mach das. Na, das ist doch mal ein Wort. Oh mein Gott, da ist wieder der Pedo, Reinhold. Aber sieh zu, dass die Lieferung noch vor Ende des Tages über die Bühne geht. Ist okay, hallo. Na, Reinhold, was geht bei dir so? Hey, nach dir habe ich gesucht, Holly. Kann ich dir irgendwie helfen?
Ein, eine Lohnenfisch zu fangen, das ist gar nicht so einfach. Ich hab's stundenlang probiert, aber die Biester reißen sich immer wieder von der Angel los. Würdest du vielleicht mal versuchen, mir keine zu fangen? Ich bin echt nicht gut am Angeln. Nein, tut mir leid. Lass, mach es nicht. Ich nehme es dir aber nicht. Ich bin du bist schon süß. Bruder, was ist los? Jetzt weiß ich wieder, warum Rüschel Reinhold gruselig fand. Kenn ich den? Ne, wusste ich gleich. Ui. Hallo. Geh mal rein, geh mal rausgucken. Hallo. Kiha muatata, kimuha hatata. Du liebe Güte, du, dich umgeben die strahlenden Auren strahlender Sterne. Ich, Smeralda, kann dir die Zukunft weissagen und auch, wie du gar prächtige Schätze findest. Und das für nur 500 Sternis. Okay, aber du. Wohlan, lass mich dir deine Konstellationen zeigen. Bitte setz dich. Ki heha moatata ki. Ah ja, ich sehe etwas. Der Kurator des Museums nippt an seinem Kaffee auf der Tasse des Symbols einer Taube. Ich kann die Zeichen sehen. Oh ja, ich sehe Freundschaft voraus. Ein Streifenbeinkleid, das ist der Schlüssel zu deinem Glück. Gruselig, aber okay. Möge Glück mit dir und deinen sein. Und denk daran, Unglück ist nur Glück, das nicht da ist. Ich spüre einen Hauch von Schicksal, Captain Jack Sparrow. Falscher Film. Aber ich danke schön. Toll, trotzdem, glaube ich. Eine Streifenhose. Ja, das ist mein Glücksitem. Habe ich jetzt nicht, blöd für mich. Ich besitze leider keine Streifenhose. Aber, naja. Schade. Ich völlig umsonst hier gebuddelt. Ich weiß zwar auch nicht, was das mit Eugen zu tun hat. Und warum der sich freut, wenn ich ein Streifenbeinkleid anziehe. Aber man zeichnet ja Vögel auch gerne so mit gestreiften Beinen vielleicht. Ich habe doch keine Ahnung. So. Sowas besitze ich nicht. Popos. Aua. Ich bin gegen einen Baum gelaufen. Ist ja belastend. Wo sind denn eigentlich meine anderen Steine? Ich sollte noch zu hier. Ich habe noch einen Botengang zu tun. Das war eine sehr komische Weissagung. Sehr seltsam. Frankas Haus ist so schön. Eugen, Honey, schön, dich schon mal bescheidene Verwendung begrüßen zu dürfen. Komm ruhig rein, weil es was Bestimmtes mit mir bespreche. Ich habe eine Lieferung für dich. Oh, was ist das denn? Ja, das wolltest du haben und Grimm hatte es und ich habe auch keine Ahnung, wie das passiert. Agel, oh ja, ich hatte Grimm gebeten, mir das zu besorgen. Da wollte ich mir doch mal ansehen. Ah, hervorragend. Endlich habe ich, was ich mir schon immer gewünscht habe. Das ist ein Raglan-Shirt. Oh, Schreck. Ich gestehe, neue Kleidung macht mich immer äußerst euphorisch. Danke jedenfalls, Honey. Wieso nimmst du nicht das hier als Zeichen meiner Dankbarkeit? Agel, das steht dir sicher ausgezeichnet. Das ist ein Ballonpulli. Ein Ballonpulli. Okay. Meinst du echt, dass mir das steht? Agel, siehst aus wie ein Künstler? Das ist richtig fesch, sag ich dir. Agel, das kannst du tragen. Glaub mir, das kannst du tragen. Kann ich mal angucken, von näher? Das ist echt fesch. Wirklich. Dankeschön. Ich reinige das erst und dann trage ich es bestimmt. Dankeschön, Franka. Okay, kein Problem. Ja. Tschüss. Ei. Und das
Kleid, was, also das Shirt, was sie jetzt trägt, ist jetzt auch nicht gerade so der Überflieger, von dem ich mir jetzt denke, ui, hübsch.